Hallo, da grüße ich euch zu einem neuen kleinen Let's Grusel. Das Spiel wurde mir jetzt wieder vorgeschlagen von einem Zuschauer und ich muss erstmal klarkommen, weil ich ganz ehrlich nicht lesen kann, was hier draufsteht. The Corridor kann ich noch lesen, ja, aber der Rest ist russisch. Ich klick einfach mal. Oh, okay, wird wohl richtig gewesen sein. Jedenfalls, was will ich jetzt sagen? Erstmal abwarten, bis der Ladebalken fertig ist und dann, okay. I woke up in the middle of the night. I feel nervous for no reason. Aha. Als ich erwachte mitten in der Nacht und ich fühlte mich grundlos nervös. In einem sehr interessanten Hotelzimmer, so wie es aussieht. Oder in einem Zimmer, keine Ahnung. Wir können nicht mit den Gegenständen agieren. Okay. Telefon geht auch nicht. Die Grafik ist zwar nicht die schönste, aber meine Güte. Das muss es bei kostenlosen Spielen nicht sein. Was? Keine Ahnung. Ich kann das nicht lesen. Jedenfalls drücke ich mal die F-Taste. Und wir sehen einen langen Korridor. Nicht umsonst heißt das Spiel Korridor. Oder kann ich mit der F-Taste auch mit anderen Sachen hier interagieren? Nein. Gut, dann gehen wir mal durch. It's very strange. I don't remember such a long corridor in the hotel. Also, es ist wirklich seltsam. Ich kann mich nicht an einen so langen Korridor im Hotel erinnern, sagt er. Nun ja. Schöne Gemälde hängen hier, aber die Farben der Tapeten und des Fußbodens. Eigentlich könnte man auf der Decke laufen. Vielleicht laufe ich auch auf der Decke. Ich weiß es nicht. Naja, lässt ein bisschen zu wünschen übrig. Überall Weinflaschen, Medikamente. Und ich kann mit nichts agieren. Springen, das geht. Okay. Ja, wie gesagt, schöne Landschaftsbilder hängen hier. Und, nicht alle. Wenn die Lampe hier aus ist, warum ist es dann hier so hell? Nee. Was war das jetzt für ein Krach? Auf jeden Fall wieder F-Taste drücken. Scheint wohl der Stuhl gewesen zu sein. Aber mehr können wir auch gar nicht machen hier. Können wir Schränke? Nee, Schränke gehen auch nicht auf. Okay. Und wieder die F-Taste. So. Wieder Landschaftsbilder, beziehungsweise das wäre ein Bild vom Himmel. Wieder der Wald. Und hier hinten ist eigentlich nichts so. Jetzt wird es hier allerdings sehr dunkel. Das gefällt mir gar nicht. Aber diese Tür ist interessanter. Die Sicht war gerade etwas komisch. Oder bilde ich mir das nur ein? Und woher kam das Lachen her? Naja. So, dann gehen wir wieder durch. Was haben wir hier? Ich höre Schritte. Ich habe gerade ganz genaue Schritte gehört. Und was ist das? Ist das Blut oder ist... Nee, das ist Wein. Das ist Wein. Kann man die Türen eigentlich wieder verschließen? Das geht sogar. Und das, glaube ich, mache ich jetzt auch lieber. So. Aus reiner Sicherheit. Ich weiß ja nicht, was mich hier noch erwartet. Ein Liegestuhl oder ein nee, ein kaputter Tisch ist das. So, oh, was haben wir hier für ein interessantes Bild? Jesus wird geschlachtet in dem Fall und alle trinken sein Blut. Herrlich, schön anzusehen. Naja. Yeah! Da war doch gerade was, ich hab's doch ganz genau gesehen. Und es war auf diesem Fleck. Dieser Fleck ist auch sehr, 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 sehr auffällig. Er ist eigentlich verdammt auffällig. Genau auf dem Fleck hier war was. Was auch immer es war. Es hat mir einen Schrecken verpasst, auf jeden Fall. Wie sieht's denn hier aus? Kann ich mich jetzt entscheiden? Ah nein, hier ist Sackgasse. Es geht runter. Und falls das ein Hotel ist hier, dann wurde hier nicht sauber geputzt. Auf jeden Fall, hey, ich kann auf Spinnenweben laufen. Ach, schön.
wirklich nicht sehr ordentlich geputzt. Bleib ich da hängen? Nicht wirklich. Sah jetzt auch gerade ulkig aus und ziemlich vieles kaputtes Mobiliar haben sie hier. Also ich glaube, hier wurde wirklich seit Ewigkeiten nicht mehr geputzt. Und es geht noch. Es wird ja noch übler. Gehst du zu Tür? Zu mit dir! Na also. Ah. Na, wie soll's hier auch sauber werden, wenn die Putzfrau hier faul rumliegt? Und die Musik ist jetzt gar nicht mehr so fröhlich hier. Also, sie war auch vorher schon nicht fröhlich, aber jetzt. Oh, der hat sich hier an den Spinnennetzen verfangen. Es geht immer noch weiter. Tür zu. Heiliger Strohsack. Der hat auch schon bessere Tage gesehen, glaube ich. Die Musik gefällt mir jetzt gar nicht hier. Noch eine der Spinnen. Ein Skelett. Ob wir wirklich mal irgendwann mal hier was machen können? Meine Güte. Wie schaut's hier aus? Noch einer, der verfangen ist. Da geht's jedenfalls nicht weiter. Hier geht's. Scheint's weiter zu gehen. Aber ich will mir mal das hier angucken. Ja, man kann drüber springen und da könnte ich direkt drumherum gehen. Aber es geht hier, so wie es aussieht, noch. Oh. Ich muss jetzt runterspringen. Jetzt hat das alles hier viel mehr was von einem Dungeon als von einem Hotel. Hier check ich nicht mehr ein. Nee, mache ich nicht mehr. Nicht in diesem Hotel. Und da hängt auch eine komische Gestalt. Ja, ich würde sagen, tot. Jede Reanimation zwecklos. Und, kommt nicht näher, wenn ich mich umdrehe, oder? Da steht jemand dahinter. Ich weiß nicht, warum ich zurücklaufe, aber ich tu's einfach. Eine Mischung aus Vogel und Frau? Hallo? Ich kann sie schubsen oder schieben, aber. Ja, ich wollte dich nicht verbiegen. Keine Ahnung, was das für eine Gestalt ist. Aber sie scheint mir nichts zu machen. Egal, ich vertraue dir nicht. Kann man hier eigentlich irgendwie rennen? Ich weiß es gar nicht. Scheint nicht zu gehen. Oh, ich kann so hin und her wackeln, okay. Jetzt erstmal weiter. Tut mir leid, gute Frau. Sie sind mir unsympathisch. Ich muss diese Türe leider vor Ihnen verschließen. Gehst du jetzt zur Tür? Also, geht doch. Ein Horrorkeller vom Feinsten. Und es geht nur noch weiter hier. Komm, geh zur Tür. Geh zur Tür, danke. Wieder Flecken am Boden. Ich kann diesmal nicht deuten, ob es Wein ist oder. Oder Blut. Und ich häng gerade. Somewhere is. Ja, here's somebody breathing behind me. Ich höre niemanden hinter mir atmen. Okay. Aber dabei diese Lache schon wieder. Ach du Scheiße, die ist wieder da. Oder der. Und steht jetzt genau auf dem Blutfleck. Was bist du? Auf jeden Fall. Ah. Auf jeden Fall nicht gerade die schönste. Was ich mal klarstellen wollte. Nee, danke, ich gehe weiter. Und ich mach auch diesmal die Tür zu. So, was haben wir hier wieder? Ich weiß gar nicht, wie weit wir noch laufen müssen. Also wie SCP lässt sich das Spiel definitiv nicht vergleichen. Auf gar keinen Fall. Es ändert sich und
So, ich glaube, ich werde inzwischen auch schon längst tot. Mal umdrehen? Nein, ist nicht hinter mir her. Und wieder höre ich seltsame Geräusche. Wo kommen die her? Ah, die ist wieder da. Die verfolgt mich. Und was bin ich jetzt hier in einem Saftladen? Was ist das hier? Sieht alles organisch aus. Wow, ich muss hier durch, ich muss hier weg. Ich muss hier weg, irgendwie. Was verfolgt mich? Wow. Diese, irgendwas an der Wand hier beißt mich. Kann man es nochmal sehen? Ja, hier, guck. Diese Dinger da, die beißen. Weg, 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 weg. Und ich kann das nicht einsammeln, aber wieder eine Tür zum... Puh, hier sieht's wieder normal aus. Na, diese Lache ist mir aber immer noch unsympathisch. Ich werde auch nicht verfolgt. Es sieht halbwegs normal aus. Es wird hier grau. Was? Und wieder ein Ladebildschirm. Wo bin ich jetzt angekommen? Oh, that was just a nightmare, I hope. Ich hoffe das auch nur, dass es ein Albtraum war. Das werden wir jetzt erfahren, wenn wir, glaube ich, die Tür öffnen. Oh. Das sieht jetzt interessant aus. Okay, das war dann wohl das Ende von dem Spiel. Download-Link werde ich euch in die Beschreibung packen. Sehr interessant. Nicht sehr lang, also es hat ein Ende. Also, aber kann einiges noch mehr draus machen, ich weiß ja nicht. Vielleicht kommen ja noch neue Versionen raus. Ich verabschiede mich erstmal und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.